Hallo zusammen. Die letzte Zeit ist viel auf dieser Welt passiert. Unter anderem wurde Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten, den USA. Und wir als große und leidenschaftliche Katzenfans haben uns gedacht, wären Katzen nicht besser geeignet für dieses Amt? Dieser Frage sind wir die letzten Wochen intensiv auf den Grund gegangen. Zusammen mit unserem Team haben wir Forschungsarbeiten betrieben und versucht herauszufinden, wer denn besser geeignet ist als US-Präsident. Wir haben Vergleiche gesetzt, wir haben Umfragen betrieben, wir sind um die ganze Welt gereist, um dieser einen Frage auf den Grund zu gehen. Und aufgepasst, meine Damen und Herren, wir sind auf folgendes Ergebnis gekommen. Katzen haben Schnurrhaare, Trump nicht. Katzen liebt eigentlich jeder, Trump nicht. Katzen haben einen langen Schwanz, Trump nicht. Katzen muss man nicht an die Leine nehmen, Trump eigentlich schon. Katzen verprassen keine Milliarden von Dollar für den Secret Service, sie sind quasi ihr eigener. Katzen landen immer auf allen Vieren, Trump nicht. Trump will America great again machen. Katzen sind eine Bereicherung für die ganze Welt, hallo? Katzen haben eine wesentlich stilvollere Haarpracht als Sie, Mr. President. Und, was sagt ihr jetzt? Außerdem sind wir auf die Straße gegangen und haben das Volk entscheiden lassen. Man muss sagen, die Ergebnisse waren für uns nicht gerade überraschend. Aber liebe Zuschauer, seht selbst. Guten Tag, wir befinden uns hier gerade in der wunderschönen Darmstädter Innenstadt. Der Himmel ist leicht bewölkt und wir neigen uns schon dem Abend zu. Aber das ist jetzt auch egal, denn das Einzige, was uns interessiert, ist die Meinung von uns, von euch, von den Bürgern. Wen würden Sie wählen? Lieber Katzen oder lieber Donald Trump? Lieber Katzen. 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 Warum Katzen? Weil die schlauer sind als er. Die sind süß und flauschig. Ja, Donald Trump ist scheiße. Donald Trump oder Katzen? Katzen, oder? Katzen. Donald Trump oder Katzen? Katzen. Warum Katzen? Weil ich Sanders wählen würde. Katzen? Katzen, definitiv Katzen. Katzen? Ich hasse Katzen, aber in dem Fall Katzen. Und bei dir? Ja, stimme ich zu. Auch Katzen. Wenn Sie es zwischen Katzen und Donald Trump entscheiden müssen, dann Trump, weil Trump irgendwann selbst zur Katze wird. Irgendwann wird der degeneriert, das ist irgendwann zum Tier. Okay. Katzen? Katzen? Ja. Weil? Ich mag Katzen. Sind Katzen süß? Ja. Und Donald Trump ist nicht süß? Nein. Katzen. Katzen. Definitiv Katzen. Katzen. Warum? Ich finde es nicht unbedingt gut, was er macht. Katzen sind süß, ja. Katzen würde ich sagen. Katzen, ich schwöre Katzen. Definitiv Katzen. Katzen am Anstand. So, besser als Trump, alles besser als Trump. Weißt du, Deutsche sind genauso wie Trump. Weißt du, Mathearbeit, du willst abgucken, sie machen direkt Mauer bauen, weißt du? Katzen oder Donald Trump? Auf jeden Fall Katzen, definitiv. Ich bin auch für die Katzen, ja. Definitiv Katzen. Spring höher. Katzen. Katzen. Katzen? Du auch? Ja. Warum Katzen? Was ist an Katzen so besonders? Katzen könnten nichts Schlimmes machen. Katzen sind süß und Donald Trump nicht. So, mal gucken, wie wir noch finden. Entschuldigung. Eine Frage. Haben Sie ganz kurz Zeit? Ich hab keine Zeit. Haben Sie ganz kurz Zeit? Nee. Ganz kurz so? Eine Frage. Donald Trump oder Katzen? Auf jeden Fall Katzen. Warum? Donald Trump oder Katzen? Katzen. Ja? Ja. Das waren auf alle Fälle hochinteressante Antworten und damit zurück ins Labor. Ja, diese Straßenumfragen beweisen mal wieder, das Volk möchte Katzen als ihren Präsident haben. Und dabei handelt es sich nicht um Fake News. Zu guter Letzt haben wir den hypothetischen Gegenspieler der Katze, den Hund, bei uns ins Labor eingeflogen. Wir haben es wirklich geschafft, den vermeintlichen Ernstfeind der Katze bei uns ins Labor einzuladen und ihn zu befragen. So, Boki. Wer ist Ihrer Meinung nach besser geeignet als US-Präsident? Donald Trump oder Katzen? Wir hatten tatsächlich einen Hund bei uns im Labor und haben ihm diverse Fragen gestellt. Die Auswertung, das Ergebnis war verblüffend. Nachdem der Hund bei diesem Experiment erst kurz überlegt hat, hat er sich dann instinktiv für die Katze entschieden. Wir und unser komplettes Team waren von dieser Entscheidung des Hundes komplett überrascht. Kruzifix nochmal. Das war auf alle Fälle sehr spannend, aber unsere Forschungen sind noch nicht beendet. Wir wollen von euch, liebe Zuschauer, in den Kommentaren erfahren, auf welcher Seite ihr steht. Katzen versus Trump. Und wenn wir gerade beim Thema sind, hier unten geht's zum Video, wenn Katzen Menschen wären, auf jeden Fall anschauen. Dort geht's im letzten Video einer Morgenroutine. Wenn ihr auch Katzenfreunde seid, dann vergesst nicht, den Kanal hier kostenlos zu abonnieren. Und wir sehen uns dann am Samstag 16 Uhr wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht es gut. Make YouTube great again! Woo!